Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Shop-Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wäre auf jeden Fall extrem nice. Und ich würde sagen, wir switchen auch direkt in den Item-Shop rüber und gucken, was dort heute für neue Skins drin sind. Wir haben tatsächlich heute auch einen komplett neuen Skin, nämlich die verwiegende Duellantin. Finde ich, sieht ganz cool aus, auch das Backpack, diese zwei Diegen. Sehen ganz cool aus und nehmen halt alles in diesem goldblauen Stil und dann das Kettenhemd gefällt mir echt ganz gut und es hat natürlich auch noch einen zweiten Stil mit einer Maske, die auch, finde ich, ganz cool aussieht. Also ich finde, der lohnt sich 1500 V-Bucks, nur ein epischer Skin, lohnt sich definitiv zu kaufen. Dann haben wir Funkenzünder. Ja, im Prinzip kommt oben so ein kleines bisschen Feuer im Prinzip raus. Es ist ja im Prinzip so ein Feuerzeug, so ein bisschen. Eigentlich schade, dass die Feuereffekte dann nicht ein bisschen stärker sind. Ich finde, die sieht eigentlich auch so ganz cool aus. 500 V-Bucks, eine gute Spitzhacke. Für das passt das definitiv. Dann haben wir den Sterling. Feiere ich überhaupt nicht. Ich würde den auch absolut niemals kaufen. Ja, ich finde den irgendwie hässlich einfach. Und das Backpack fällt mir jetzt auch nicht so wirklich. Dazu gibt es natürlich noch eine Spitzhacke, die ich jetzt allerdings auch nicht so wirklich gern mag. Ich finde da die normale Blingerella, wozu das Set ja gehört, die weibliche Version deutlich besser. Und dann haben wir auf der rechten Seite bei den täglichen Gegenständen nochmal den Elektroschaffel. Ganz coole Emote eigentlich. Dann den Chopper Skin, finde ich eigentlich auch ganz nice. Rot-Schwarz, ja, dieser Rot-Schwarz-Stil gefällt mir eigentlich ganz gut, kann man sich definitiv kaufen. Und dann gibt es auch noch den unendlichen Depp. War schon lange, glaube ich, nicht mehr im Shop und ist eigentlich auch ganz cool. Ja, kann man sich definitiv kaufen. Heute haben wir zum ersten Mal, glaube ich, in der Season Battle Pass Stufen für nur noch 600 V-Bucks. Ich glaube, irgendwann in Season 7 haben die das ja geändert zum Ende, dass es nicht mehr 900 V-Bucks kostet, sondern 600 V-Bucks. Wenn ihr den Battle Pass nicht durchbekommt mit den Challenges, dann lohnt sich dafür, 600 V-Bucks auszugeben, wenn ihr natürlich die letzten Skins noch haben wollt. Dann haben wir den White Shows Charakter. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde die Version auch schöner als die mit dem blauen Cape hier und dieser blauen Tarnungskappe. Ja. Und dann als letztes gibt es noch die Lackierung heiß und kalt. Finde ich auch richtig cool. Hatte immer so einen schönen Effekt hier, wenn das so rüber geht. So von blau nach rot. Fällt mir auf jeden Fall. Ich finde, das glänzt auch richtig schön. Kann man sich definitiv kaufen. Auch auf dem Bogen sieht das ziemlich cool aus. Ja, dann würde ich sagen, switche nochmal rüber in den Rette die Welt Shop. Dort wird es ja wieder ein Lama geändert haben. So, wir haben heute das Anhänger-Lama. Kann das eine oder andere mal ein ganz gute Überlebenden rauskommen. Zum Beispiel wäre das jetzt ein legendäres Lama, könnte das hier auch ein mythischer Anführer der Überlebenden sein. Und heute habe ich Glück im Upgrade-Lama. Ist tatsächlich eine neue Anführerin der Überlebenden. Ich habe sogar so noch drei kostenlose Lamas. Deshalb wird sich das natürlich directly gegönnt. So, neuer Anführer der Überlebenden. Kann ich dann hier direkt in meine Teams reinsetzen. Wer ist das? Da, genau. Hier direkt reinsetzen. Und dann haben wir schon den dritten mythischen Anführer der Überlebenden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Nächster Upgrade-Lama ist eigentlich auch ziemlich gut, aber. Ja, Upgrade-Lamas sind immer teilweise, lohnen sich teilweise echt ziemlich. Hier haben wir immer noch Duett, muss man mal gucken. Jetzt werde ich noch ein Vorstellungsvideo bringen. Und dann gibt es natürlich noch die Deckenhassfalle, lohnt sich auch definitiv. Und das war es auch schon mit dem Video und ich hoffe, ihr schaltet da beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, ciao.